Hallo und herzlich willkommen auf Chaos auf Deponia. Und gerade nochmal ganz zu Anfang möchte ich noch einen lieben Kollegen vorstellen. Und zwar, Moment, hört ihr ihn? Gronk, Goon. Und zwar, Moment. Yo, Digga. Yo. Du lernst dazu. Aber einmal Yo reicht. Du gehörst ja zu keiner Gang oder so. Moment, noch einmal kurz. Dein Schirm funktioniert nicht. Natürlich nicht. Du hast ihn noch selbst kaputt gemacht. Das meine ich nicht. Du hast doch gesagt, er sei ein Blitzmagnet. Tja, toll. Bei mir hat's funktioniert. Ja, ich hab's verstanden. Du bist eben ein echter Glückspilz. Aber warum funktioniert es bei mir nicht? Warum willst du denn vom Blitz getroffen werden? Nicht ich, meine Freundin. Das leuchtet natürlich ein, ja. Ich riech dich später. Denk dran, was ich dir beigebracht habe. Logen, Digga. Okay, noch ein Tipp. Niemand mag Klugscheißer. So, das nochmal zum lieben Goon, der hier ein bisschen in der Gegend rumstinkt. So, und hier ist das Rebellenlager und davon hatten wir anfangs vom Liebold ein Klopfzeichenzettel bekommen, der folgendes beinhaltet. Plus, minus, plus? Mehr haben wir nicht, das ist alles. Plus, minus, plus? Und nochmal. Plus, minus, plus. So, mehr haben wir nicht. Plus, minus, plus. Plus, minus, plus. Eins. Plus. Minus, plus. Falsch. Aber falsch. Verdammt. Ah, Moment. Das sind ja die Klopfer, die er uns zurückgibt, ne? Pass mal auf. Das ist ja Plus. Drei, jetzt müssen wir Minus rechnen. Jetzt plus, also plus 4 sind 5. Also plus minus plus. Da müsste ja 3, 4, 1, 5 die Kombination sein. Scheiße. Hey, ja, Logan, Digga. Yo. War das richtig, du Morschbirne. Rufus, so, mach die Tür auf. Bist du das etwa? Was machst du denn da draußen? Tja, wenn ich das wüsste. Vielleicht klopfe ich einfach gerne. Komm rein. Janosch wartet auf dich. So, willkommen im Rebellenlager, meine Freunde. Rouge. Janosch, wow. Das ist ja nicht nur schlecht, was du hier aufgebaut hast. Ja, die Rekrutierung läuft hervor. Rekrutierung. Ich glaube, ich habe mein Charisma unterschätzt. Charisma. Oh, oder Toni. Die Tatsache, dass sich niemand gerne in die Luft sprengen lässt. Toni, du? Rufus? Ah, ihr kennt euch bereits. Gent. Nummer 26. Das hier ist Nummer 2. Unser spiritueller Anführer. Rufus ist Nummer 2? Das kann nur ein Witz sein. Genau. Warum bin ich nur Nummer 2? Wir haben inzwischen mehr als 25 Leute für unsere Sache gewinnen können. Also 26. Genau. Da sind allerdings auch die 3 abgerichteten Delfine schon mitgeschält. Also beschwer du dich noch einmal über deine Nummer. Ihr richtet Delfine ab? Das ist mein Job hier. Was dagegen? Es sind Torpedo-Delfine. Okay, dass unter Tonis Obhut selbst niedliche Delfine zu blutrünstigen Mordwaffen werden, leuchtet mir ein. Aber wozu das Ganze? Was nutzen abgerichtete Delfine bei dem Versuch, einen Fahrstuhl in den Orbit zu kapern? Man muss halt nehmen, was man kriegen kann. Was offenbar insbesondere für spirituelle Anführer gilt. Zuerst wollten wir Flugdrachen haben, aber das hat sich als fataler Wildschlag erwiesen. Ich hab's Nummer 27 von Anfang an gesagt, aber er wollte einfach nicht hören. Okay, wir haben hier den Kanister, den wir brauchen, draußen für die Turbine.
dann haben wir hier irgendwelche armen Babydelfine, die hier gezüchtet werden. Und ich muss ehrlich sagen, der Arsch von Toni sieht echt gut aus in der Hose. Also schon netter Hintern. So, das sind die Delfine. Mein Delfinisch ist derart akzentfrei, dass es ihnen die Sprache verschlagen hat. So, und was wir jetzt noch machen können, wir können hier mit Toni mit ihr reden, und das ist einer der nächsten Trophäen. Die Trophäe heißt Reize den Drachen. Toni ist ja bekanntlich ein, ja gut, nach der Hose zu beurteilen, ein geiler, heißer Drache. Und wir erlangen die Trophäe so, also Reize den Drachen, die kriegen wir, wenn wir mit Toni quatschen. Und zwar in dem Dialog alle Optionen mit Rekrutieren auswählen. Na, sieh mal an, wer mir da hinterhergelaufen kommt. Tja, meiner magnetischen Anziehungskraft konntest du eben noch nie widerstehen. Mach es bitte kurz, ja? Ich habe hier eine Aufgabe, die meine volle Konzentration erfordert. Delfine hüten. Einen Brechreiz unterdrücken. So, pass auf, alles mit Rekrutieren, das müssten wir ausruhen. Ich glaube, das ist... Ob du es glaubst oder nicht, ich bin der Anführer. Oh, Himmel, das ist genau wie in meinem Albtraum. Also träumst du immer noch von mir? Ich war sogar in Therapie deswegen. Tja, so gerne ich über deine michbezüglichen Fantasien sprechen würde, dein Traummann hat eine wichtige Mission. Oh. Wo haben wir denn hier was von Rekrutieren? Was machst du hier überhaupt? Dich könnte ich ja wohl dasselbe fragen. Wolltest du nicht mit dieser Gabi nach Elysium reisen? Sie heißt Goal. Und wo ist Goal? Ist sie bereits einem deiner brillanten Manöver zum Opfer gefallen? Hast du sie aus Versehen aus einem brennenden Heißluftballon geworfen? Weit gefehlt. Es war ein Notboot. Oder sie sogar in Einzelteile zersägt? Nicht im wörtlichen Sinne. Goal wartet draußen. Und sie ist wohl auf. Zumindest zu zwei Dritteln. Sie kann einem nur leid tun. Wie bist du hier gelandet? Du wusstest ohne mich wohl nichts mehr mit dir anzufangen, was? Tja, ich wachte eines Morgens auf und stellte verwundert fest, dass es in der ganzen Wohnung keinen einzigen Brand zu löschen gab. Ich musste kein Dach neu decken, keine Zahnpasta aus den Heizungsrohren polen, keine verwundeten Nachbarn verarzten. Es bestand nicht einmal die Notwendigkeit, einen Gnu aus der Küche zu verscheuchen. Und da packte dich die Sehnsucht nach mir. Und da erinnerte ich mich daran, dass ich seit Jahren keinen Urlaub mehr gemacht habe. In Busa Westwalk hörte ich dann Gerüchte von einer Rebellion gegen den Organon. Das hat scheinbar mein altes Rettersyndrom getriggert. Du und ein Rettersyndrom? Wenn überhaupt, dann hast du ein Prinzessinnen-Entführen und mit Feuerbällen auf Retter werfen-Syndrom. Nenn es wie du willst. Ich dachte nur, dass meine Erfahrung im Bergen von Explosionsopfern nützlich werden könnte. Tja, du hast mir so einige Fähigkeiten zu verdanken. Kann ich nicht mal bestreiten. Schön, dass du da bist. Verpiss dich. Das Delfin so müsste Rekrut. Mal wieder geputzt werden, Rekrut. Bitte was? Ich hoffe doch, ich habe mich verhört. Aber Toni, ich bin immerhin der Anführer. Ich muss darauf achten, dass hier alles seinen geordneten Gang geht. Und ich kann dich unmöglich bevorzugen, nur weil wir mal zusammen waren. Das ist doch... Gibt es Probleme, Ruvus? Ich glaube, du hast deine Mannschaft nicht im Griff, Janosch. Nummer 26 hier wollte mir doch tatsächlich gerade widersprechen. Tatsächlich? Ich darf doch wirklich sehr bitten, Nummer 26. Wenn der Chef etwas anordnet, Chef, dann hast du Wolde zu leisten. Aber... Kein Aber, Rekrut. Ei, Chef. Oh Mann. Ich habe mich geirrt. Das hier ist deutlich schlimmer als mein Albtraum. So, da wir der Chef sind und Donnie ja nur ein Rekrut ist, würde ich sagen, dass wir als Chef Toni nochmal sagen, dass sie zum Meeting unseren Gavé übrigens schwarz trinke. Zum Meeting trinke ich meinen Kaffee übrigens schwarz, Rekrut. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Janosch! Rekrut? Bei euch piept's wohl! Ich bin doch nicht euer... Rekrut! Und nichts verschütten, Rekrut! Du schaufelst dir dein eigenes Grab. Ja? Rekrut. Egal, das ist es wert. So, wir haben ja noch eine Sache. Ich glaube, dir würden ein paar Liegestütze gut tun, Rekrut, weil wir sind der Chef...
Ich glaube, dir würden ein paar Liegestütze gut tun, Rekrut. Überspann den Bogen nicht. Wir sind im Bürgerkrieg, Toni. Jede deiner überschüssigen Speckröllchen hier kann den Tod eines Kameraden bedeuten. Du Mieser! Oh, oh. So, und damit haben wir die Trophäe Reize den Drachen. Wir haben alle Optionen mit Rekrut ausgewählt. Also ist relativ easy zu kriegen. You were killed by an ugly dragon. Und ja, war easy zu bekommen. Damit haben wir Doni leicht gereizt. Und zwar den Drachen, weil wir Jeff sind. Und ich würde mal sagen, einfacher kann man nicht an eine Trophäe kommen. Und in diesem Sinne, der Jeff geht jetzt nochmal ein bisschen den Rekruten ärgern.